Ein Meisterwerk. Oh mein Gott. Hashtag LGBT. Komm mal mit deinem Arsch bitte an deinen Hinterkopf. Ich schwöre, ich hab da so drauf geguckt. Ich möchte aus dem Fenster springen, Riese. Okay, dann fangen wir mal an. Erstes TikTok. Ich hab was im Auge. Ah, ein Cutie. So schöne Kulleraugen. So riesige Augen. Wie aus einem Anime. Oh. Seriously, the funniest shit I've ever seen in a bathroom in my life. Careful, I scream. Ich würde allein deswegen 2-3 Papier mehr nehmen, weil ich das nochmal hören wollen würde. Ja, wirklich. Das ist nicht so gut für die Umwelt, weil dann nimmt jeder ein bisschen mehr. Ist stark, ist süß. Ja, definitiv. Oh Gott, ich habe das als Weihnachtsgeschenk bekommen. Unten steht noch von meinen Eltern. Oh mein Alter, Gott. Was für toxische Eltern. Das ist hart. Oh mein Gott, wie kann man so fucking toxisch sein? Ja, das ist schon sehr, 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 sehr krass. Alter, krass. Ja. Cool. Hast du das vor ihm auch gemacht? Ich habe es kurz davor, habe ich es auch gemacht. Ja, aber das liegt ja auch nah, einfach auf Ja, natürlich liegt es nah. Natürlich, man will ja, da ist so viel, geht da ab, und man weiß da jetzt nicht, worauf. Da geht so viel ab. Ach so, es ging um den Arsch. Real Talk. Ging's? Ey, Real Talk, das habe ich nicht gerallt. Jetzt Real Talk. Ich schwöre. Reeft, ich schwöre. Ich hab's gar nicht. Ich schwöre, ich hab da so drauf geguckt und konnte gar nicht. Ich hab jetzt auch nicht in die Mitte des Bildes geguckt, ich hab auch so vorne an die Tafel geguckt, weil ich dachte, vielleicht passiert da was. Und dann habe ich halt so geguckt, weil ich dachte, vorne an der Tafel, da, ey, Real Talk. Ich hab. Wir auch alle Chat, oder? Wir auch alle, oder? Okay, nächstes TikTok. Die Frage ist. Ja. Kennst du das Original? Ist das das mit dem Aufzug mit den... Ja, die Elevator Boys. Ja, ja, die jungen Boys, die so sexy gucken. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist einfach vom offiziellen Account von Polizei NRW. Und ich find's echt sympathisch. Das ist stark, ja. Das PR-Team von der Polizei NRW macht einen guten Job. Also ohne Scheiß. Ich stelle mir auch vor, die Leute in der Polizei, die dann entscheiden müssen, wen stellen wir an für TikTok, was ist denn das? Die können ja nicht mal einschätzen, wer ist denn gut darin? Also wen sollen wir dafür anstellen? Wer macht den Job denn gut? An der Stelle, an die Verantwortlichen, die Person, die ihr eingestellt habt, die macht ihren Job gut. So. Ey, Real Talk, das sieht aus wie ein Alienwesen. Ich habe am Anfang gar nicht gerallt, was das ist. Ja. Also was passiert da? Also erstmal, denn wie du verstehst, wie muss die Extremität so nachverfolgen, woher kommt die? Ah, so ist die Positionierung. Komm mal mit deinem Arsch bitte an deinen Hinterkopf. Schaff das mal bitte. Also, eher schwierig. Eher schwierig, ne? Eher nicht eher so drin. Knifflig. Ja. Haben Sie schon mal an einer wissenschaftlichen Studie teilgenommen? Ich gerade letztes Jahr hier an der Uni. Für Spark. Ich war ja eher skeptisch, ob mir Spark was bringt, denn ich ernähre mich gesund. Doch dann habe ich gemerkt, dass es mir echt gut tut. Und am Ende habe ich dann erfahren, dass die positive Wirkung von Spark auch in der Studie bestätigt wurde. In einer Studie wurden zwei Gruppen für mehrere Wochen gegenübergestellt. Eine Gruppe trug Spark, die andere nicht. Diese und andere Studien zeigen, dass Spark die natürlichen Abwehrkräfte von innen heraus stärken kann. Ich trage zu Hause fast nur die Sus für meinen Freund und du. Ja, aber das ist doch viel cooler. Ja, also, wenn ich nach Hause kommen würde, so, ich stell mir so vor, so, am Worken den ganzen Tag, kommst du ganz erschöpft nach Hause, warst irgendwie nach der Arbeit noch direkt beim Sport und kommst du nach Hause oder so. Richtig kaputt. Total. Und du siehst jemanden, der so am Dancen ist, einfach in so einem Onesie, das ist doch dein Leben einfach schön. Ich habe neulich einen TikTok gesehen. Über TikTok kriege ich immer Updates aus dem Beziehungsleben zwischen dir und Anni mit. Mir werden immer Reefed Anni TikToks vorgeschlagen. Also, es ist total krass. Ich schwöre. Du hast die ganzen Fan-Accounts gewählt, ich bin ganz sicher, wirklich. Hashtag Reefed und Anni. Hashtag LGBT. Nein, die mache ich aus und dann führe ich mein geheimes Doppelleben. Und die ganze Nacht produziere ich so durch, komme morgens so ganz müde zur Arbeit. So, was hast du die ganze Nacht gemacht? Ach, ich konnte nicht schlafen.
Nee, ich hab so eins gesehen, wo du erzählt hast, dass du dir immer die Decke klaust und immer zu viel in Anführungszeichen Raum im Bett einnimmst. Was sagt sie? Ja, in dem TikTok hast du erzählt, wie Anni sich nachts über dich so drüber gelehnt hat und du dachtest, oh, wie schön, sie will mich kuscheln, aber dann hat sie dich nur genommen und geschoben, weil du zu sehr in der Mitte so lagst. Belastend, dann hat sie sich wieder ganz weit weggelegt und zwei Finger dir gegeben, so zum, so gütig zum Kuscheln. Hier. Hier ist näher. Yes. So, lass nächstes TikTok gucken. Ganz ehrlich, da war schon die Stimmung so ein bisschen flirty. Ja. Das ist einer meiner Accounts, ganz kurz. Also, beeftv.duck ist einer meiner Fan-Accounts, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein TikTok ist. Ganz ehrlich, da war schon die Stimmung so ein bisschen flirty. Ja. Ist das schon was passiert beim ersten? Kein Kuss? Doch. Oh mein Gott! Ich möchte aus dem Fenster springen, Riese. Wieso packst du mich auch immer in so Situationen? Ich hab ja nur aus Neugier gefragt in dem Augenblick. Mit dem Editing kam das viel unangenehmer rüber, als es war. Einfach nur neugierig gefragt. Wie viele Likes hat das TikTok? Das hat 266.000 Likes. Likes, Antonia. Likes. Auch nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Oha. Da ist jemand in Feierlaune. Oh. Okay. Die andere jetzt nicht mehr. Ja. Silvester, oder? Ja. Wir haben was Cooles gemacht. Wir haben so Shots so rum in den Mund genommen, dass sie so nach oben geguckt haben und dann so im Mund umgedreht und dann geschottet. Das war lustig. Oha. Oh, ja, das ist deutlich einfacher, als du denkst. Ist es so? Nicht. Ah, es funktioniert. Muss man ausprobieren. Sehr lustig. Warum darf ich denn den Typen nicht beim ersten Treffen mit nach Hause nehmen? Ich habe meinen zukünftigen Mann auch das erste Mal mit nach Hause genommen. Aber es ist jedermanns eigene Sache. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber es war sehr interessant. Wenn eine Oma sagt, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber es war sehr interessant, dann haben die gefickt. Ja, aber geht es jetzt um ihren Opa? Ich gehe davon aus, ja. Also beziehungsweise sie hat gesagt, ich habe meinen ersten Mann. Vielleicht ist der erste Mann ja nur der erste gewesen. Vielleicht gab es ja auch fünf Männer. Man weiß es nicht. Omas sind wild. Du denkst immer, die haben nie sowas gehabt in ihrem Leben, weil man will sich das ja nicht vorstellen. Man blendet das ja aus, dass die sowas mal gemacht haben. Aber ich glaube, die Menschen waren ja früher genauso horny wie jetzt. Die haben es nur nicht so öffentlich gezeigt. Und also es gab damals noch nicht TikTok, wo man über irgendwie Knife-Kinks gesprochen hat oder so. Stimmt. Man hat dann einfach gesagt, wir hatten eine schöne Zeit, wir waren noch zu Hause. Aber jeder wusste Bescheid, was los ist. So. Oha! Reflexe, Mann, Junge. Der erste Move war am krassesten. Das ist schon ein krasser Move. Der feiert sich zu Recht. Das sind Jedi-Kräfte. Wie dumm willst du sein? Ja, ist ein Klassiker. Aber wie gut, ey, das ist doch, du siehst, also jetzt mal nur vom Framing her, wie gut das vom Framing ist. Du siehst erst nicht den oberen Teil, dann siehst du den oberen Teil, dann wird das sozusagen revealed, dann spritzt es zufällig genau auf die Kamera und dann tappt sie in dem Augenblick direkt, um die andere Kamera anzumachen und man sieht noch, dass sie auch voll gesaut ist. Ein Meisterwerk, true. So, Historians will say they were good friends. Ja, es ist halt wirklich so ein Gag, ne, dass so in Geschichtsbüchern bei homosexuellen Paaren immer steht so, ja, das waren Mitbewohner. Waren ganz gute Freunde. Dirty Mind! Er, wie groß bist du? Sie 1,81 und du? Voll groß für ein Mädchen. Dann bist du ja größer als ich. Ja, es ist halt so, diese Stereotype von, dass das Girl muss klein und süß und, weißt du, so sein und der Mann muss 2,30 Meter sein, ja. Menschen sind generell sehr obsessed mit Zahlen. Es ist auch sehr wichtig, wie alt jemand ist, wie groß jemand ist. Alles ist immer ganz wichtig. Ich verstehe auch dieses Ding nicht von, was, du bist
5 Jahre älter, du bist 5 Jahre jünger. Jetzt nicht, wenn man 13 und 18 ist, ne? Aber ja, wenn man so schon älter ist, finde ich das auch so weird, wenn man da so ein Drama draus macht, wenn eine Person 3-4 Jahre älter ist oder 3-4 Jahre jünger ist als eine andere Person. Ja, ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran. Es liegt ein bisschen an der Obsession von Zahlen. Das sind sehr zahlenfixierte Menschen. Dafür, dass wir das alle Mathe so hassen, sind eigentlich alle ziemlich zahlenfixiert, ne? True. Okay, ich hover über den Button. Sobald es zu nackt wird, klicke ich weg, ja? Okay? Okay. Okay. Okay, ich habe eher auch geglaubt, dass es nicht so wird, aber nur für die Possibility war ich ready. Jedenfalls. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass dann ihr Freund oder so das angehabt hätte, weißt du? Das wäre auch, ja. Ja, strong. Oh, ein kleiner Stern. Was machst du denn hier? Das ist ja dein abgebrochener Zacken. Warum machen wir, wieso, also, wenn dir das geschieht und du denkst dir danach, boah, das war ja crazy. Das war ja, das jetzt also so erlebt zu haben, dass ich dabei bewusstlos geworden bin, das ist schon krass, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich glaube, da mache ich einen TikTok drüber. Was? Dann mit Lauras Stern als Sound. So, ich weiß, dass das passiert. Ich habe schon mehrfach mit Frauen gesprochen, die mir das erzählt haben, dass sie bewusstlos geworden sind dabei. Ja. Wie passiert das? Weil Choking aktuell total trendy ist. Ah. Und Leute nicht wissen, wie man choked. Ah, I see. Ja, ist nicht so gut. Mal, was ist mein Sternzeichen? 1, 2, 3? Was ist mein Fernsehsternzeichen im Juli? Nein, hör auf, dein Auto zu fragen. Ich frage dich ein letztes Mal, was ist mein Sternzeichen? 1, 2, 3? Wasserwaage. 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 Okay, wow. Das war, es ist strong. Es ist strong gewesen. Ich finde. BMW-Fahrer, ne? Ich fahre selbst BMW. An der Stelle, das war kein Front. So, das war's mit TikToks. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Geil. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis ganz, ganz bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.